Also die Bilderberger beobachte ich schon seit über 12 Jahren. Mir geht es um den Events, die in Europa sind. In Amerika gehe ich nicht, aber wenn sie in Europa stattfinden, dann komme ich immer zu denen, wo sie sich treffen oder in verschiedenen Ländern. Letztes Jahr war sie in Österreich, in Tirol. Heute ist es also in Dresden. Und ich komme immer vorher, weil vorher ist ja interessant, auch die Anreise, der Anreisetag. Hast du einen Film? Ja, wir haben sie ziemlich alle erwischt. Außer die, die ins Parkhaus gefahren sind, die nicht erkannt werden. Aber alle, die hier vorne am Eingang reingekommen sind, die haben ziemlich erwischt. Und was kannst du uns darüber sagen? Ja, ich meine, die Liste ist ja öffentlich, oder? Es sind alle die größten Chefs von den Großkonzernen sind da, oder? Und Airbus und Deutsche Bank, weil die Chefs von diesen beiden Konzernen sind ja im Steering Committee und das sind die Gastgeber und die finanzieren diese Veranstaltung. Aber es sind ja der Chef von Shell und der König von den Niederlanden und der Henry Kissinger und der NATO-Generalsekretär und so weiter. Sind ja nicht hier. Und natürlich die drei deutschen Minister, Schäuble, von der Leyen und der de Maizière sind da. Der Chef von Google ist da, der Chef von Palantir ist da. Also das sind echt die Großen hier. Ja, eine persönliche Frage. Wie kam es dazu, dass du damit angefangen hast, deine Satellitenschirm? Wie ich überhaupt angefangen habe? Ja, wegen 9-11. Ich hatte einen Nordturm und 26 Stunden und der hat mir dann erzählt, was er erlebt hat.